euch zurück und gönnt euch. Haptic Rush ist wieder hier. Und danke, Leute, für 800 Abonnenten. Sind nicht mehr lange bis zu den 1000. Mal sehen, wann ich die durchbrechen werde. Und ich habe meine zweite Scheiß-Drecks-Abiturprüfung hinter mich gebracht. Habe jetzt ein bisschen mehr Zeit zum Kommentieren. Und ich glaube, jetzt gibt's ungefähr 200 Leute, die nur Telementaries von mir gesehen haben. Und die neu dazugekommen sind, wenn sie sich ältere Videos nicht angeschaut haben. Und natürlich mache ich auch Commentaries, bin ein Commentator. Und bevor ich mit Commentaries aufhöre, gibt's wahrscheinlich, keine Ahnung, mexikanische Trollfaces. Okay, ich sollte wirklich meine Schnauze halten. Ist ja auch egal, Leute. Ich bin gerade so gut drauf, wirklich, ich konnte die ganze Welt umarmen. No homo, versteht sich. Und dass ich jetzt bei einer Pizzeria anrufe, Pizza Max oder so. Ich habe hier die Nummer eigentlich offen gehabt für ein Telometry. Also für einen Vorschlag, weil ich da irgendwie anrufen wollte, aber keine Ahnung. Warum nicht jetzt, ne? Ich bin gut drauf. Ich habe hier übrigens mein Frühstück noch neben mir. Ich frühstücke beim Commentary, oh yeah. Hat richtig Style. Geh ran. Geh ran. Geh ran. Ich liebe sie. Haptic Rush. Haptic Rush. Kann man jetzt schon eine Pizza bestellen? Kann man bestellen, ja. Mit Semtex und einer C4? Wie kann ich Ihnen helfen, oder wer sind Sie? Haptic Rush. Was ist eine C4? Na, das kann man doch belegen, oder, auf der Pizza? Ja, was ist denn C4? Muss mir mal erklären, was das ist. Irgendwas Viereckiges, glaube ich. Irgendwie so... Achso, hast du gute Laune am frühen Morgen, oder? Ja. Okay, alles klar. Dann schönen Tag noch, ja? Ihnen auch. Ciao. Tschüss. Ich könnte es immer wieder machen. Okay, der hatte gute Laune. Es gibt natürlich auch... Oh Mann, Leute. Es gibt natürlich auch Telementaries, bei denen ich richtig, richtig schlecht gelaunte Typen hatte. Aber dazu kommen wir dann noch irgendwann. So, ich kann es wieder schließen. Und zwar habe ich zwei Bitten an euch, Leute. Ich habe jetzt seit einem halben Jahr YouTube gemacht und euch nur gegeben. No homo. Und ja, deswegen habe ich jetzt zwei Bitten an euch. Erstens, klickt jetzt sofort, während das Video läuft, unten auf die Beschreibung und auf den ersten Link, der blau eingefärbt ist, nämlich den Facebook-Link. Das Video läuft weiter, keine Sorge, ihr könnt mir zuhören, ich werde bestimmt irgendein Drecks-Gameplay sowieso reinmachen. Dazu komme ich aber gleich. Und liked meine scheiß Facebook-Seite. Denn, Leute, hört mir zu, geht jetzt runter und liked. Es ist wirklich nur zu eurem Vorteil. Nur auf Facebook, ich wiederhole, nur auf Facebook könnt ihr mir Vorschläge für Telementaries machen. Nicht in den YouTube-Kommentaren, nicht als private Nachricht, nicht auf Skype, nicht über Xbox Live habe ich sogar schon gehabt. Nur auf Facebook werde ich sie annehmen. Und das hat einige Vorteile. Da geht nichts unter, wie hier in den Kommentaren. Da sehe ich alles. Ihr könnt mir das da auf meiner Fanpage, oh Mann, ich nenne es sogar schon Fanpage, könnt ihr mir das als Nachricht senden, dann sehe ich sofort, weil ich bin immer on bei Facebook, wenn ich zu Hause bin. Und da sehe ich es auch sofort, anders als bei YouTube. Außerdem könnt ihr ja, auch auf meiner Pinnwand da posten, dass die anderen Nutzer das sehen können, dann könnt ihr darüber diskutieren. Und es ist einfach besser für mich, als hier die ganzen YouTube-Kommentare damit zuzuhauen sozusagen. Und ja, deswegen liked meine Facebook-Seite. Aber das ist nur eine Sache. Die zweite Sache ist, da werdet ihr als allererstes erfahren, ob ich ein neues Video habe. Weil ihr kennt es bestimmt auch. Ich sehe ein Video von irgendeinem YouTuber, den ich gerne sehe. Das war erst letztens bei iBlali so. Und sehe so, scheiße, davor hat er auch ein Video hochgeladen. Das habe ich gar nicht gesehen. Und es geht mir richtig auf die Eier. Und deswegen... habe ich seine Facebook-Seite geliked und seitdem übersehe ich gar nichts mehr und das ist natürlich zu Vorteil. Könnt ihr sofort oh. Leute, ich habe noch hier ein bisschen Toast im Mund. Telometaries könnt ihr euch dann natürlich reinziehen sofort oder auch normale Commentaries. Und ich werde da Real-Life-Bilder hochladen, ob es irgendwas ist, wo man mich nicht sieht, aber auf jeden Fall auch mich selbst hochladen. Irgendwann vielleicht, wenn ich 1000 Subscribers habe. Weil das ist immer so... Das ist egal, ob man 50 oder 500.000 Abonnenten hat. Man will den Commentator irgendwie sehen. Ich weiß nicht, ich will es bei den anderen auch. Ich will es zum Beispiel bei Elotrix auch. Auch wenn es nichts ändert. Man will halt jemanden sehen, dass man weiß, aha, das ist er. Und ja, vielleicht werde ich bei dem 1000 Abonnenten-Special nur bei Facebook hochladen, Bild von mir. Oder, keine Ahnung, irgendwann später. Aber auf jeden Fall auf Facebook. Dann, meine lieben Leute...
könnt ihr da über Facebook schreiben, wenn ihr mir Gameplay senden wollt. Und das ist mein nächstes Thema. Ich gehe dem 049 Marcel schon richtig auf die Eier, drück ihm die Lunge richtig zu. Er ist übrigens gerade bei Skype angekommen. Will ihm nicht weiter auf die Nerven gehen. Deshalb, Leute, sendet mir Gameplays. Das geht ganz einfach. Ihr könnt mir bei Facebook, auch nur bei Facebook, schreiben. Ich habe ein Gameplay so und so und dann adde ich euch bei Skype und dann könnt ihr mir die Datei senden. Das heißt nicht, dass ihr sagt, ja, nimm mich in die FL an, come on, nimm's aus dem Kinomodus auf. Nicht, dass ich euch nicht annehme. Also ich nehme jeden an, bis meine FL voll ist. Nee, ich will nicht onkommen, keinen Bock und dann jedes Gameplay extra aufzuzeichnen mit meiner Capture Card. Deshalb nur fertige Dateien über Skype senden. Wenn ihr selbst keine HDPVR oder Elgato habt, dann habt ihr bestimmt irgendeinen Kumpel heutzutage, macht ja jeder YouTube, der es für euch aufnimmt und dann könnt ihr mir es senden. Ich nehme gute Gameplays. Also es gibt 100 plus auf Nuketown, wo man im Spawn sitzt und nur die ganze Zeit schießt. Die sind langweilig. Es können auch, keine Ahnung, 50-2 sein, aber unterhaltend. Und dann werde ich diese Gameplays nehmen. Könnt ihr mir die senden? Und dann werde ich natürlich euren YouTube-Kanal verlinken und auch im Video verlinken und sagen, dass die anderen auf euren Kanal gehen sollen oder mal vorbeischauen sollen, weil ihr macht ja so Beast-Gameplays. Und kein Problem, wenn ihr keinen YouTube-Kanal habt, dann irgendwie von einem Kollegen-Kanal angeben oder vielleicht irgendwas, was ich sagen soll, euren Namen oder so, keine Ahnung. Können wir dann natürlich absprechen, das mache ich, dann kann ich ein bisschen promoten, dann kann man ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich lenken und ja, hat jeder was davon. Wenn es natürlich ein krasses 100 plus ist, wenn es ein Beast Gameplay ist, wenn es irgendein Nuklear ist, dann zeige ich natürlich das volle Gameplay, weil meine Videos sind eigentlich zwischen 4 und 6 Minuten. Wenn es länger dauert, ist natürlich selbsterklärend, dass ich das ganze Gameplay zeige, wenn es krass ist. Und ja, mal sehen, ob überhaupt was kommt. Und ich freue mich schon, ihr würdet mich wirklich damit entlasten. So, jetzt noch ganz schnell. Ich habe wenig Zeit immer noch, weil ich noch ein paar Prüfungen habe. Deswegen werde ich, wenn ich Telemetries hochlade, wahrscheinlich Speed-Telemetries hochladen, irgendwie eine Minute lang oder 2 Minuten, da ich nicht so viel arbeiten muss. Ich kann euch ja bei Facebook dann ein Bild posten, wenn ich die 100 Liker durchbreche irgendwann. Ja, genau, dann erst dann werde ich euch ein Bild zeigen. Wie aufwendig eigentlich so ein Telemetry ist, werde ich euch zeigen, wie es bei Vegas aussieht. Das ist echt krass, echt krank, was, wie lange ich da dran sitze. Und ja, so, an alle meine neuen Abonnenten, die nur Telemetries gesehen haben, zieht euch die fettesten Eier rein, die ganze Serie 1 bis 3. Wirklich lohnt sich. Und werde ich vielleicht auch noch verlinken, wenn ich nicht vergesse. Ich weiß nicht, was für ein Gameplay ich reingehauen habe. Bestimmt irgendein Drecks-Gameplay. Wirklich, verzeiht mir, Leute. Und wenn es ein gutes ist, dann bin ich dem Marcel vielleicht nochmal auf die Eier gegangen. Weiß ich jetzt nicht. Ich kommentiere bei einem Programm ohne Gameplay. Und ja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit einem ganz normalen Commentary. Oder Telemetry, also nicht so ein Infovideo, was ein bisschen länger und vielleicht ein bisschen langweiliger ist. Danke für euer Verständnis und liked meine Facebook-Seite. Like dieses Video, mal sehen, ob wir 100 Likes schaffen. Passiv49 sagt ja immer, versuch's mal. Sag mal, dass sie liken sollen, weil bei mir ist immer so, dass ich ohne Likes über 100 Likes bekomme, ohne es anzusagen. Ist schon krass. Und vergesst nicht, mir Gameplays zu senden, wenn ihr Bock drauf habt. Wir sehen uns, Leute. Bis dahin, haut raus!